Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 4, der Engel des Todes. Ja, wir haben erstmal eine ganze Weile hier im Räucher oben geschwitzt und ich habe immer noch keine Idee, wie wir weiterkommen. Irgendwas ist irgendwas ganz Offensichtliches, nur ich komme nicht drauf. Da ist der Verpackungsraum. Hier ist die Räucherkammer. Das heißt, das Zeug kommt aus der Räucherkammer in den Verpackungsraum. Es ist keiner mehr da von den Schurken. Und wir irren hier immer noch in der Fleischerei durch die Gegend, einfach nur um rauszufinden, wo wir was anwenden können. Ja, wir brauchen eine Schlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte, die zum geheimen Raum führt. Ich überlege gerade, was können wir mit dem Eis machen? Also wir haben mit dem Eis schon was gemacht. Wir haben die Kohle in ein Fenster, in den Lüftungsschacht gelegt zu dem Büro. Haben dort dann Eis drauf getröpfelt, viel Rauch erzeugt und damit sind die anderen geflohen. Kann man damit noch was machen? Irgendwelche Displays manipulieren? Hatte ich, glaube ich, auch schon mal versucht, allerdings noch nicht, nachdem sie geflohen sind. Von daher versuchen wir mal, die Displays, die wir hier überall haben, zu manipulieren mit dem Eis. Warum sollte ich das wohl versuchen? Weiß ich nicht. Okay, geht nicht. Kann ich das Kartenlesegerät einfrieren? Naja, einfrieren ist übertrieben dargestellt. Aber zumindest manipulieren. Wenn es einen Kurzschluss kriegt, macht es die Tür auf. Ist vielleicht nicht die klügsten Gedanken, die man hat, wenn es nämlich einen Kurzschluss kriegt und die Tür nicht aufmacht. Dann habe ich ein Problem. Das funktioniert so nicht. Geht auch nicht. Gut. Geht's weiter. In der Maschine schreddern macht keinen Sinn. Und oben noch... Oh ja. Das habe ich, glaube ich, noch nicht probiert, nochmal Wasser drauf zu tröpfeln, um das einen Rauch zu erzeugen. Macht aber auch keinen Sinn. Keine Chance, mache ich nicht. Ja, nee, macht keinen Sinn. Okay, das bedeutet, ich komme immer noch nicht weiter. Eis auf den Verpackungsraumstuhl macht auch keinen Sinn. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Manchmal kommen mir solche Gedanken. Weiß auch nicht warum. Aber wenn die Schurken hier den Toni verdroschen haben, ja. Vielleicht haben sie ihn als Schweinehälfte hier hingehängt. Und vielleicht hat er was bei sich. Mein Gott, ich wäre ein ganz ekliger Schurke. Mein Gott, das muss Toni sein. Sieht wieder nach einem guten Jahr für die Martino-Meisterklasse aus. Ja, okay. Die Martino-Meisterklasse ist natürlich ein Indiz dafür. Der ist tot, den will ich nicht anfassen. Das ist mir zwar zuwider, aber ich habe keine andere Wahl. Ja, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Dann schau nochmal. Ich habe die Leiche schon durchsucht, ich gehe da nicht nochmal hin. Vielleicht hat er ja noch was Wichtiges bei sich, außer diesem Schlüssel, der schon wichtig genug ist. Bäh. Also, die Macher dieses Spiels haben manchmal genauso kranke Gedanken wie ich. Willkommen in meiner Welt. Eieiei. Aber zumindest kommen wir weiter. So. Gelobt seien die geheimen Eingänge. Hier mal aufpassen.
Kann mal jemand Licht anmachen? Da gibt es kein Licht. Ach, da ist die Treppe. ja. Ich verpasse hier nichts. Das kann ja schnell passieren. Ah, nein, auch nicht. Also ab ins Büro. Ah, das ist immer gut, wenn man da beobachten kann. Nicht der schönste Ausblick, aber hey, jedem das Seine, würde ich sagen. Die armen Arbeiter schuften. Ah, noch so ein Fenster. Ich kann die ganze Fleischfabrik übersehen, aber mein Fabrikbesitzer Gen meldet sich irgendwie gar nicht. Ah, das ist unser Holzscheit. Da komme ich nicht hin. So außenrum. Doch hier irgendwo wurde das reingemacht in den Schrank? In den Schrank. Der Schrank ist fest verschlossen. Unmöglich, den aufzumachen. Selbst ein erfahrener Profi käme hier schwer ans Arbeiten. Das ist der Sicherheitsschrank, in dem Fingers Anna Marias Manuskript verstaut hat. Die Betonung liegt auf Sicherheit. So viele Schlösser habe ich noch nie gesehen. Wie soll ich da bloß reinkommen? Da, gut. Schlüssel suchen. Mach mal auf. Die Schubladen sind verschlossen. Fingers muss den Schlüssel mitgenommen haben. Na toll, müssen wir Fingers jetzt finden. Oha. Also noch mehr. Die Schubladen sind verschlossen. Okay, das ist eine andere Schublade als die außen. Sehr gut. Zu wissen. Wollen wir nicht durch. Was haben wir eigentlich gefunden? Was auch immer in dieses Taschentuch eingewickelt ist, muss für jemanden sehr wertvoll sein. Na toll, ein Foto der Schauspielerin Lucy Chu aus dem Film Kaltblütig. Hübsch, aber nichts, was man in ein Taschentuch einwickeln müsste. Bedingt, wenn da was draufsteht. Ein Werbefoto von Lucy Chu. Lies dir mal genauer an, die Rückseite hat bestimmt eine Nummer. Ein Seidentaschentuch, offensichtlich italienisch. Was gibt's hier noch? Also es kann nicht alles sein. Das kann nicht alles sein. Will ich nicht glauben. Ach, sag mal, ist das wirklich alles? Ein Schrank und ein paar verschlossene Schubladen. Und ein Foto. Kann ich nicht viel machen. Die Schublade ist auch geöffnet worden. Da ist also nichts mehr drin. Das ist der Sicherheitsschrank, in dem Fingers Anna Marias Manuskript verstaut hat. Mit bloßen Händen komme ich in diesen Schrank nicht rein. Durch das offene Fenster kann ich die Knochenmühle sehen. Da reinzufallen wäre ein großer Fehler. Die könnte sogar Autos zerlegen. Oh, Blechschreddern. Schieb das Ding mal. Es hat Räder. Dodge, den stelle ich nicht an. Die Sicherheitsschranks sind verrostet und sitzen fest. Aber mit etwas Öl oder Fett ließe sich das wieder hinbiegen. Oh, und da weiß ich, wo es welches gibt. Da weiß ich ganz genau, wo man Fett herkriegt. Aus der Räucherkammer. Nein, George. Hier hin. Hier runter. Oh ja. Oh ja. Da lang. Nein, da lang. Hallo? Ah, so. Ha. Einfach zu dunkel. Räucherkammer, schnellster Weg.
Na, gehst du da? George. Ah, manuelle Steuerung ist, glaube ich, viel einfacher. Genau. Ha, und wir sind fast da. So, George. Nimm dir mal das Stückchen Schwein mit. Ich bin schmieriger als ein Stripper bei einem Damenkränzchen. Das muss ich nicht nochmal anfassen. Irgendwas haben wir. Da, das Tuch. Na? Oh, dieser Fleck geht nie mehr raus. Bisschen schade, aber okay. So ist es halt. Ein völlig ruiniertes Taschentuch. Solche Flecken gehen nie mehr raus. Aber wir haben Fett. Ha, wir haben Fett. Interessanterweise freuen sich nicht allzu viele Leute über Fett. Aber in diesem Fall, juhu, ja, großartig. Rein damit dir. George. Einmal die Treppe rauf. Treppchen rauf, Treppchen runter, Treppchen rauf, Treppchen runter. Ach, und wäre ich letzte Folge nicht so lange umhergeirrt, hätte ich nicht gewusst, wo ich versuchen soll. Also, sehr gut. Hast du gut gemacht, Venta. Mit bloßen Händen komme ich in diesen Schrank nicht rein. Ja. Was ich allerdings irgendwie für problematisch halte, ist... Vielleicht lassen sich mit dem Fett aus dem Taschentuch die Räder gangbar machen. Wenn der Schrank jetzt zerschreddert wird, geht dann noch das Manuskript drauf? So, das müsste reichen. Wahrscheinlich. Jetzt könnten die Räder sich bewegen. Dann schieb! Nicht hinterherfallen, George. Ah. Und das Gute ist, wir haben den Schlüssel noch. Und das Gute ist, jetzt weiß ich auch, dass wir den Schlüssel nicht mitnehmen werden. Schon wieder. Weil, wenn wir den Schlüssel mitnehmen würden, dann hätte ich wieder mal Ballast im Material und das brauche ich nicht. Und hier werde ich es einfach stecken lassen, Maschine anschalten und läuft. Ich lege die Schlüssel zurück in die Knochenmühle. Ich glaube, es ist nicht klug, da stehen zu bleiben, George. Naja, was soll's. Wir haben unseren Plan. Unter dem MP3-Player liegt Anna Marias Manuskript. Das ist echt. 14. Jahrhundert. Die Frage ist nur, wie erforsche ich es? Museen kommen nicht in Frage. Nein, es muss eine etwas bekömmlichere Umgebung sein. Ach, verdammt. Und ich hätte es mir doch so gern angeschaut und auch den MP3-Player. Hey, Anna Maria, schau mal. George, du hast es gefunden. Oh, ich danke dir. Gehört alles zum Service. So, was haben wir denn da? Latein, 4. Teil. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Lateinische Überschrift. Da steht, der Engel wartet unter der Festung des einen wahren Patriarchen. Auf den, der da würdig ist und dem Pfad der Rechtschaffenheit folgt. Hm, dein Latein ist gut. Ja, in der Schule war es irgendwie blöd, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also müssen wir nur noch herausfinden, wer genau dieser wahre Patriarch ist und wo seine Festung steht. Und dann einen Weg finden, um da runterzukommen. Aber welche Festung? Was sagt denn der erste Teil? Da steht, zum ersten finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen, und ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. Vielleicht bezieht sich dieses zum Ersten auf den Pfad, den der Rechtschaffene nehmen muss, um zum Engel zu gelangen.
Das ergibt einen Sinn. Also sollten wir den Hinweis begreifen, sobald wir an der richtigen Stelle ankommen. Ich gehe mal eher davon aus, dass es da irgendwie ein Abbild von zwei Reitern auf einem Pferd gibt. Und da müssen wir einen Stein in der Umgebung von diesem Ding rausziehen. Aber gut, bin ja lernfähig. Da steht, zum Zweiten wende dich an die Wappen auf den Schilden und schließe den Kreis, auf dass die Ritter dich passieren lassen. Na gut. Dritter Teil? Da steht, zum Dritten, folge dem weltlichen Weg des Meisters und erweise dich würdig. Zunächst die Festung, wo er kämpfte, doch schließlich der Macht der Mamluken unterlag. Dann reiste er in Longshanks schöne Stadt, wo er als Großpräzeptor empfangen wurde. Zum Tempel in Villeneuve, wo er zum Großmeister des Ordens ernannt wurde. Bevor er zu der Insel reiste, wo er Hof hält. Also gut, Longsheng, das ist ja ein englischer Kaiser, König gewesen. Ich glaube, das war, dann wird es wohl London gewesen sein. Also England auf jeden Fall. Villeneuve, na klar, Frankreich. Also wir werden durch ganz Europa touren. Da steht, zum Letzten, um das Licht zu sehen, wende dich vom heiligen Zion ab. Und blicke zur großen Festung des Reiches im Osten, der Sitz der heiligen Kirche im Westen, die gelehrte Koptenstadt im Süden. Wende dich vom heiligen Zion ab. Von welchem Ort? Jerusalem? So, was haben wir hier? König. Ah, das ist doch mal ein König, der sich selbst wirklich mag. Heiliger? Ein deformierter heiliger Mann schaut über das Meer. Alles Indizien, das könnte ich drauf wetten. Hölle? Die Flammen der Hölle verschlingen die Stadt. Fleur de Lis in verschiedenen Mustern. Oh, das ist auch wahrscheinlich wichtig. Das scheint wohl rechts geradeaus, rechts links, rechts geradeaus, zurück geradeaus. Als Pfeil zu deuten. Denk mal, das hat irgendwelche Bewandtnis. Wappen. Vier Ritter mit Schilden. Das vierte Wappen ist verdeckt. Das könnte ein Rätsel sein. Also sprich, wenn man sich das genau anschaut. Ja, jetzt habe ich einen Mauszeiger. Dass man da auf Farben, Formen und Zahlen achten muss. Pro Wappen. In der befestigten Stadt stehen Minarette, siehst du? Sie sieht östlich aus. Ein würdevoll und demütig dreinschauender Mann. Ein Götze? Hey, den hier kenne ich. Das ist Baphomet, der Götze, dem die Tempelritter angeblich gehuldigt haben sollen. Ich muss eine Möglichkeit finden, mehr über diese Sachen rauszufinden. Ritter. Das sieht aus wie Sankt Georg, der Schutzheilige von England, im Kampf gegen den berühmten Drachen. Also, zweites Indiz. Die Stadt rechts sieht östlich aus, wird aber von einem christlichen Ritter verteidigt. War der heilige Georg nicht Engländer? Nö, eigentlich kam er aus der Türkei. Okay, der Drache. Hier gezeigt der Engel. Türkei. Ah, okay. Östliche Stadt. Türkei. Der Georg ist kein Engländer, sondern kommt aus der Türkei, tötet Drachen. Also wird es vielleicht Konstantinopel gewesen sein und der Engel liegt unter Konstantinopel. Potenziell möglich. Das muss der Engel sein, der im Manuskript erwähnt wird. Sieht für mich nicht wirklich wie ein Schatz aus. Schwarze Symbole. Anno. Das Manuskript wurde 1307 niedergeschrieben. Die Tempelritter müssen den Angriff vorhergesehen und dafür gesorgt haben, dass ihr Schatz in Sicherheit gebracht wurde. Ui, so viele schöne Indizien. Oh, Wasser, Schiff.
Ach nee, ist nur die Fleur. Okay. Schwarze Symbole. Christen, Juden, Türken, Muslime, sowas in der Richtung und nochmal Christen. Kreuz, Halbmond, Davidstern. Was diese Symbole hier wohl sollen? Auch wieder ein Code, den wir an der richtigen Stelle ansetzen müssen, denke ich mir. Kannst du es entschlüsseln, George? Nicht vollständig. Ich brauche eine Bibliothek oder eine Datenbank. Aber die Straßen sind so gefährlich. Warum nicht online, übers Internet? Naja, es gibt da eine Webseite. André Lobineaus Gesellschaft für antiquarisches Wissen. Aber ich komme nicht rein. Hast du nicht gesagt, Virgil sei ein guter Hacker? Ja, aber der ist mächtig angefressen. Lass deinen Charme spielen. Ja, das wird kein Problem sein. Wir haben noch jetzt einen MP3-Player. Ja, da ist er. Ah, kleiner Grafikfehler hier mal wieder. So, sei mein Freund, sprich mit mir. Also Virgil, mein Partner im Kautionsbüro. Virgil ist ein ziemlich harter Hund. Ex-Militär, das ist manchmal praktisch. Irgendwas hat ihn mächtig aufgeregt. Ja, der hat keinen MP3-Player mehr. Trotzdem fragen wir nochmal danach. Virgil, mir geht's ganz mies. Virgil, ich hasse dieses beleidigte Schweigen. Naja, komm. Hier, Virgil, du hast nur eine Aufgabe. Sogar zwei, deinen MP3-Player zu spielen, aber zuerst übersetzt du mir was oder hackst du mal was für mich. Mach mal. Virgil, ich weiß, für deinen MP3-Player gibt es keinen Ersatz. Aber ich dachte, das hier könnte deinen Schmerz lindern. Hey, woher hast du das? Das gleiche Modell! Geklaut? Mit Sicherheit nicht. Ich bin Anwalt, Blödmann. Exakt. Also hast du es geklaut. Ersetzt aber nicht die Musik, oder? Ach, scheiße. Das habe ich zu Hause doch alles auf CD. Danke, George. So, und jetzt. Hey, Virgil, hast du 5 Minuten Zeit? Klar, um was geht's? Sprich doch mal mit mir über die Mafia-Bande. Also, was ist passiert, nachdem wir uns verbarrikadiert haben? Zuerst sind sie in dein Büro gestürmt, dann haben sie alles durchsucht und am Ende kurz und klein geschlagen. Aber du hast ihnen bestimmt gezeigt, was eine Harke ist. Machst du Witze? Ich saß unterm Tisch. Oh, und dann? Demolierten sie den MP3-Player und sind raus. Puh, was für eine Story. Was ist daran so komisch, Mann? Du unterm Tisch, Virgil. Das hätte ich gern gesehen. Wenn wir Freunde bleiben sollen, hältst du jetzt besser die Klappe, George. Okay, was hältst du von Anna-Maria? Und wie geht's Anna-Maria? Mach dir um die keine Sorgen, Mann. Sie ist an einem netten, coolen Ort. Hä? Wie meinst du das? Sie hat eine Menge durchgemacht, George. Sie brauchte eine Schulter zum Anlehnen. Hm, und du hast zufällig gerade eine freie, stimmt's? Kennst mich doch, George. Allerdings. Okay. Manipulier doch mal unser PDA. Virgil, ich muss im Internet etwas recherchieren. Na dann geh online. Was hindert dich? Nach Glastonbury hat mich diese Webseite rausgeschmissen. Ausgesperrt. Glaub mir, George, ich hab schließlich im Knast gesessen. Ausgesperrt gibt's nicht. Wo ist das kleine Ding? Es muss hier irgendwo sein. Hier, George, damit müsste es gehen. Was ist das? Eine Flashcard mit ein paar extra Features von mir. Leg sie einfach in dein PDA und ruf diese Seite auf. Ach, das Leben kann so einfach sein. Dankeschön. So, George, du hast eine Aufgabe. Oh, jetzt muss man aufpassen, jetzt muss man das Ganze auch wieder verschieben. Manuskript. Ich kann Anna Maria... nein, den Satz spreche ich so nicht aus. ich kann Anna Maria zu irgendwelchen Taten verleiten. So, das klingt, glaube ich, besser. So, verbinden wir mal. Lobineaus Privatserver. Na, da schauen wir doch mal rein. Verbindung hacken. Na klar. Also, George, das hier ist mein selbstgestricktes Hackersystem. Mit Betonung auf selbstgestrickt, klar?
Ich werde dir mal zeigen, wie man es benutzt, indem ich mich in den Rechner eines alten Freundes einhacke. Das bist du. Zumindest für dein PDA. Das ist dein Ziel. Die Datenbank, in die du rein willst. Du musst jetzt deinen Datenstrom mit dem Zielcomputer verbinden, ohne entdeckt oder unterbrochen zu werden. Also, mein Freund wohnt auf der anderen Seite des Landes. Diese Bergkette ist im Weg. Da müssen wir drum rumkommen. Wenn wir in die Datenbank rein wollen, müssen wir durch diese Punkte durch, die Routerknoten. Die tarnen den Datenstrom deines PDAs, damit du nicht entdeckt wirst. Um den Datenstrom zu manipulieren, benutzt du Router und Refraktoren, verstanden? Du verwendest andere, weniger sichere Systeme in der Gegend. Du musst mit dem auskommen, was das Gerät jeweils vorfindet. Aber normalerweise reicht das, um reinzukommen. Das Teil hier wirkt wie ein Spiegel. Es lenkt den Strom um 90 Grad ab. Das hier knickt den Datenstrom um 45 Grad ab. Das hier sind Splitter. Die können den Datenstrom aufspalten. Da das Zielgerät aber nach einem einzigen Datenstrom sucht, musst du die einzelnen Teilströme wieder zu einem bündeln. Das machst du auch mit einem Splitter, aber umgekehrt. Nur, wenn du einen Splitter in die eine Richtung benutzt, kannst du ihn nicht mehr in die andere Richtung einsetzen. Diese Punkte sind die Bösen. Das sind Knoten, die entdecken, was du vorhast und dich aufhalten wollen. Denen musst du immer einen Schritt voraus sein. Wenn du deinen Datenstrom aus Versehen in einen davon lenkst, ist deine Verbindung tot. Ich würde dir empfehlen, deine Route gut zu planen, bevor du anfängst, die ganze Gegend mit Knoten zuzupflastern. So, jetzt guck zu, wie ich das Puzzle zusammensetze. Und schon sind wir drin. Mal sehen, was mein Freund in seiner Datenbank hat. Ah, nein! Das wollten wir nicht sehen. Was für ein widerliches Individuum. Okay, George, du bist dran. Eieiei. Okay, habt ihr gut aufgepasst? Ich nicht, also versuchen wir es. Das Ding müssen wir treffen, da müssen wir rein. Also nehmen wir erstmal den Spiegel weg. Ich lasse das erstmal noch hier liegen, weil wenn ich es gleich hier rüberlege, muss ich den hier treffen. Bedeutet, ich muss es da einbauen. Dann klatsche ich hier auf den Berg. Wenn ich es hier runterspiegele, muss ich es hier irgendwo nochmal zurückspiegeln und nochmal... Das geht gar nicht. Da muss ich es einfangen. So vermutlich. Und hier wieder zurückspiegeln. Versuchen wir das. Dahin. Okay, kann ich das da drauflegen? Nein. Ich müsste das Signal hier irgendwie durchspiegeln. Oh, das ist gut. Wir spiegeln es hier. Dann kommt es hier rein. Wird hier runtergespiegelt. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Dann sind wir an den Maschinen vorbei. Ja, so rum. Ha. Ach, die dunkle Seite ist nicht spiegelnd. Dann ist ja gut. So, das heißt, das Ganze mal einmal umdrehen. Und gelöst. Ha, war ja nicht so schwer. Noch nicht. Die Datenbank von Yale herunterladen auf das PDA. Wie groß ist denn der Speicher vom PDA? Okay, Handbuch. Merkzettel. Bezahle die Telefonrechnung. Mords Pizza... Nein.
Das kennen wir alles schon. So. Unter der Festung des einen wahren Patriarchen wartet der Engel. Der Engel muss für den Schatz stehen. Dann muss ich nur noch rausfinden, wo diese Festung ist und wie man unter sie kommt. Kann ja nicht so schwer sein. Oder doch? Lateinisches Manuskript übersetzen. Anna Marias Manuskript ist wunderschön. Mittelalterliche Lateinverse und rundherum Bilder und Symbole. Die Bilder scheinen eine Geschichte zu erzählen. Wenn ich doch nur die Geheimnisse enträtseln könnte. Virgil ist ausgeflippt. Als ich ihm den neuen MP3-Spieler gegeben habe, jetzt ist er wieder der liebe, fröhliche Virgil. Historische Daten von Andres Rechner erhalten. Ah gut, wir haben nur einen Rechner runtergeladen. Trotzdem, beeindruckende Speicherkapazität des PDA. Virgil hat mir ein cooles Hacker-Spielzeug gegeben. Habe mich erfolgreich in die Datenbank gehackt. Aus der André Lobineau mich aussperren wollte. Lobineau ist eine elende Ratte, aber seine Datenbank enthält jede Menge wichtiger Informationen über das Mittelalter. Ja. Dann schauen wir doch mal nach, welche Informationen in dem PDA gespeichert sind. Da ist es. Irgendwas muss ja da drin stehen. Ja, da waren wir schon. Brauche ich eigentlich nicht. Ah, vielleicht mache ich jetzt die Karte. Aber die Karte schauen wir uns jetzt mit den neuen Informationen nicht mehr an, sondern erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.